Guten Abend. Wir haben einen CO2-Mangel in Deutschland. Mensch, so, warum? Ich sage mal, erwerbt Wissen. Man guckt manchmal auf die einfachen Dinge nicht, mal sehen, ob das stimmt. Hier ging es ja schon wieder hoch her, Klimakleber, getroffene Hunde bellen. Nee, jetzt schrieb Robert Piller, und zwar mich kotzt das Thema Klimawandel so langsam an, aber ein Großteil der Deutschen ist zum Denken zu blöd geworden. Ja, und so weiter und so fort. So. Wenn ihr nur ein wenig funktionierendes Gehirn habt, solltet ihr bei Google das alles herausbekommen. Bildung und vor allem Weiterbilden könnte helfen. Ja, was? Und zwar, er hat ausgerechnet, er hat gesagt, Deutschland stößt 650 Millionen Tonnen CO2 aus. Deutschland hat aber ca. 90 Milliarden Bäume, von denen jeder in etwa 10 Kilogramm CO2 kompensiert, was 900 Millionen Tonnen entspricht. Das heißt also im Umkehrschluss, dass wir mehr CO2 neutralisieren, als wir ausstoßen. Also sind wir schon lange klimaneutral. Für alle, die mich nun für einen dummen Hauptschüler halten und dies anzweifeln, könnt ihr, wenn ihr nur ein klein bisschen funktionierendes Gehirn habt. Gucken wir mal ganz kurz, ich habe es extra in Google gemacht, da kann man nämlich rechnen. So, ich habe eingegeben, wie viele Bäume hat Deutschland? 19 Milliarden, 90 Milliarden Bäume. Wie viel CO2 pro Jahr bindet eine Buche? Circa 12,5 Kilogramm CO2. Er sagt 10 Kilogramm, ne, das ist nett gerechnet. So, dann die Frage, wie viel CO2 stößt Deutschland aus? Habe ich eingegeben in Google. Im Jahr, und das hat Statista, ne, staatlich, im Jahr 2022 wurden in Deutschland Kohlendioxidemissionen in Höhe von rund 657 Millionen Tonnen verursacht. So, weiter. Jetzt habe ich einfach mal gesagt, Google, rechne mal aus, 657 Millionen. 600, das sind 3 Nullen, 6 Nullen, 657 Millionen Tonnen. Dann habe ich gesagt, okay, jeder Baum, da habe ich wieder Google gesagt, rechne mal, damit man das schön darstellen kann. Und zwar diese 90 Milliarden mal 10 Kilogramm geteilt durch 1000, weil wir ja Tonnen haben wollen, sind 900 Tonnen, ja, die die Bäume wegfressen. 657 stößt Deutschland insgesamt aus, mit pupsenden Kühen und pupsenden Kleinkindern und so weiter und so fort. Jetzt können wir doch wieder mal, na, erwerbt Wissen. Diese Rechnung wird wahrscheinlich dann angezweifelt werden von den Linksgrünen, die sich natürlich auch auf der Seite tummeln und aufs Böseste beschimpft werden oder was auch immer. Erwerbt Wissen, Leute, dann könnt ihr mitdiskutieren. Ansonsten, wie galt es? Einfach mal das Maul halten, wenn man keine Ahnung hat. Nein, so böse sind wir hier nicht. Wer das anständig vorträgt, also ohne Beschimpfung oder Dämlichkeiten, der kann auch gerne seinen Kram hier loswerden, der bleibt auch stehen. Gut, na dann, genug geredet. Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Nachrechnen. Bin mal gespannt, was bei rauskommt. Einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Das war mir wirklich tatsächlich die Sache mal wieder wert. Na dann.